Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Burs! Servus miteinander, mitten im Käfer und neben mir the one and only. Hallo, Christina Bach. Hallo. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich jetzt auf der Wiesn? Fantastisches Gefühl, hier ist schwer was los. Das wievielte Mal bist du heute auf der Wiesn? In dieser Woche das dritte Mal. Und immer im selben Zelt oder bist du ein bisschen durch die Zelte ein bisschen rumgeschlängelt? Also Premiere war im Küfer Weinzelt mit Goldstar TV Montag. Das war eine absolut super Premiere. Und gestern war, ja, wie soll ich dazu sagen, Weiberwiesen hier im Käfers. Es waren wirklich 35 Weiber und die Herren in den Nebenboxen wurden ein bisschen nervös und meinten, so viele Frauen auf einmal hätten sie noch nie gesehen. Und ich glaube, die haben ein bisschen Angst bekommen. Die wussten gar nicht, wie sie damit umgehen sollen, oder? Ja, ich glaube auch. Irgendwie war das einfach zu viel Frauenbau auf einmal. Wenn du jetzt hier auf der Wiesn bist, was trinkst du denn lieber? Amass Bier, Wein oder Champagner? Wozu greift Christina Bach? Also ich bin ehrlich gesagt immer Rotwein- und Champagner-Trinker. Und da mache ich auch hier keine Ausnahme, weil ganz ehrlich, Bier ist im ersten Moment super erfrischend, aber es verrate ich ein Geheimnis, ich krieg vom Bier Bauchweh. Nein, das wirklich? Das ist total unfair, aber es ist so, ja. Und was macht dann die Stimme zur Wiesn? Geht's dir dann ein bisschen besser oder gibt's da, oder worauf achtet man da? Stimmlich? Ja. Naja, sagen wir mal so, ich hoffe, dass ich auf der Wiesn niemals singen muss, weil das immer sehr, sehr lange ist bei mir und dann leidet die Stimme natürlich. Also ich bewundere alle, die auf der Wiesn stimmlich durchhalten, also beides können, feiern und singen und so, das finde ich schon sehr bewundernswert. Also ich kann es nicht, ich schaffe das nicht. Da erinnere ich mich, Christina Bach hat mir vor 2 Jahren auf der Goldstar Schlagerwiesn geraten, ich sollte Zwiebeln mit Honig essen, weil das dann ganz schnell die Stimme wieder zum 100% Einsatz bringt. Habe ich das gesagt? Ja, das hat mir jemand erzählt, man müsste irgendwie so einen Zwiebelsud kochen und da muss aber, glaube ich, irgendwie noch Vic Medi-Night noch rein, genau. Und dann in diesen Zwiebelsud dann noch Honig und ja, das soll angeblich wirken. Ich muss ja gestehen, ich habe es tatsächlich ausprobiert, weil die Stimme war am Ende von dem ganzen Wiesentrubel. Es hat funktioniert. Und naja, ein bisschen dran glauben muss man ja auch, eben, ne? Genau. Jetzt mal unter uns, ein traditionelles Dirndl oder ein richtig aufgepimptes Dirndl? Wozu tendierst du? Naja, heute ist so ein Mix aus traditionell und ja, traditionell sicherlich die Farben und auch das Material Seide. Es gibt heute wenig Spitze, also ich denke, es ist diesmal kein Disco-Dirndl. Es ist von Alpenherz und ich liebe Alpenherz. Also ich finde, blau hatte ich noch nie. Und blaues Dirndl fand ich heute, sofern das meinen Zustand nicht betrifft, fand ich blau dann irgendwie passt. Steht dir auch ausgezeichnet, Dankeschön. Muss man sagen. Und jetzt natürlich fragen sich alle Zuschauer zu Hause, was ist der Wiesn-Hit von Christina Bach? Fängt er mit A und hört mit Tim los auf oder gibt es einen anderen? Ich mag ja dazu gar nichts sagen, nur Folgendes. Ich sitze ja bei Ralf Siegel am Tisch, den ich ja sehr verehre und sehr schätze. Und Ralf kommt auf mich zu und sagt, es ist immer noch atemlos, es ist immer noch atemlos, der Wiesn-Hit. Ich kann das nicht beurteilen, ich vermag das auch nicht zu beurteilen. Wenn es wirklich so sein sollte, freut es mich natürlich sehr. Ja. Ansonsten eine kunterbunte Mischung, wozu du abtanzt auf der Wiesn, oder? Wie bitte? Also ansonsten eine kunterbunte Mischung an Wiesn-Hits, die du hier auf der Wiesn mitnimmst und gut findest. Ja, diesen Tatütata finde ich auch nicht schlecht. Ne? Den kann man sich leicht merken. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal weiter tanzen hier im Käfer. Möchtest du an die Zuschauer zu Hause noch was grüßen, ausrichten? Ja, meine Güte. Also, ich hoffe, dass es allen gut geht und dass ihr gute Laune habt, egal, ob ihr hier aufs Oktoberfest könnt oder nicht. Genau. Ich denke einfach, das Leben ist so spannend. Manchmal wie eine Achterbahnfahrt und man sollte jeden Moment genießen. Jeder Moment ist golden, egal wo man ist. Schöner hätte man das Interview nicht beenden können. Vielen Dank, Christina. Dankeschön. Einen schönen Abend noch. Dankeschön. Ciao.